Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, Leute, es hat sich alles ein bisschen verschoben bei mir. Das ist jetzt immer noch ein Video vom Handy aus. Schulstress wie immer. Ich hatte einfach noch keine Zeit, das alles einzurichten und so auf dem neuen Tablet. Ich mache es am Wochenende so ganz in Ruhe. Vielleicht wird es am Sonntag dann auch das erste Video dann mit dem neuen Tablet geben. Aber Leute, ich kann euch noch nichts versprechen. Ich habe keine Ahnung, wann ich was unterbringen soll, weil die nächsten Tage sind bei mir sehr, sehr zugeplant. Und wie schon gesagt, es wird auch am Montag leider keinen Livestream geben, weil da habe ich schon leider eine andere Verpflichtung. Dafür denke ich aber, ich werde vielleicht im Laufe der nächsten Woche nochmal schnell was ankündigen, was kurzfristiges. Und dann wird es dann vielleicht auch nochmal einen Stream geben, dann auch mit dem neuen Tablet. Und hier wird etwas schwarz gewühlt. Dieser Bildschirm-Timeout, das ist nicht so mein Fall. Und zwar heute, Leute, natürlich wollen wir auch nicht hier so weit vom Thema weggehen, denn heute ist ein sehr, sehr wichtiges Video für alle Leute, die schnell Münzen machen wollen und was auch immer, oder sich nicht entscheiden können, was sie öffnen, ob UCL oder UEL, oder auch für Leute, die die ganze Zeit sagen, ja, UCL ist viel besser und so. Leute, und zwar ist mir nämlich was aufgefallen, was sehr, sehr wichtig ist. Ich habe bisher von den neuen Packs noch nichts geöffnet. Ich spare mir das wieder auf einen Livestream und dann machen wir so ein fettes Pack-Opening. Ich weiß, ich muss auch noch hier spielen, ich muss auch noch Werbung gucken. Mache ich alles gleich noch, aber alles privat natürlich. Ich habe noch nichts geöffnet, kann ich euch hier auch mal zeigen. Hier UCL-Belohnungen ist noch nichts abgeholt. By the way, ich habe auch bald Del Piero. Aber das vielleicht auch nochmal im Video oder im Livestream. Ich weiß auch nicht, wann ich das alles so machen werde. Aber Leute, es wird alles noch kommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also ich habe hier noch nichts geöffnet. Das ist noch vom letzten Mal hier. Das sind wir in 2 von 8. Genau. So, können wir auch gleich hier weiter gucken bei UEL Boni. Da habe ich nämlich auch nichts geöffnet. Und zwar, jetzt kommt nämlich der Kracher. Öffnet UEL Boni. Erstens, ich finde das Design auf über 100 plus, also meiner Meinung nach ist das viel besser als das von den UCL-Spielern. Das ist jetzt vielleicht noch kein so richtig schwerwiegendes Argument, aber jetzt können wir uns doch mal hier, ich erstmal hier noch das Design anschauen, und weil ich finde das nicht so krass, weil, okay, das blinkt natürlich schön, aber ich bin zum Beispiel hier bei Bruno Fernandes, haben wir gesehen, genau, hier hinten noch dieser Streifen, der da auch immer mit noch hochgeht. Ich finde, das sieht so geil aus. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem sehr, sehr wichtigen Argument. Und zwar der Preis. Und da kann ich euch gerne mal was hier auf dem Markt zeigen, was mir aufgefallen ist. Und was mich auch gleich so gestimmt hat, wie, yo, ich wäre nur noch UEL-Zeug öffnen. Okay, hier haben wir, hier, ich habe mal 102 eingegeben. 100 Neymar, 100, 203. Und, maximal 550 Millionen, zack, suchen. Natürlich kommt dann hier der Tots-Neymar, ist ja ganz klar, weil der ist ja, glaube ich, nur bei 18 oder 15 Millionen oder so. Aber dann gehen wir immer weiter und sind bei 27 Millionen bei dem Neymar. 27 Millionen für den 102er Neymar aus dem jetzigen Event. Können wir noch weitergehen, hier, ja, hier 22 Millionen ist auch dabei, also 22 Millionen wirklich. Wir können ja mal hier nochmal eingeben, 22 Millionen, was ist denn hier der billigste Neymar auf 102. Das ist, ich gehe mal 23 Millionen ein, zack, zack. Dann werden wir gleich sehen, welcher hier der billigste ist. Der billigste Neymar. Hier, 22 Millionen haben wir ein. Und ich glaube, das war's auch. Okay, also 22, oder? 16 Millionen, Leute. 16 Millionen, es wird immer krasser. 16 Millionen und wir wollen den billigsten finden. 17 Millionen gebe ich jetzt hier mal ein, also das ist echt krank. Das ist krank, wie wenig das ist. Zack, hier. 16 Millionen für einen 102er Neymar. Jetzt machen wir die Gegenprobe. Die absolute Gegenprobe. Wir stellen Bruno ein. Bruno Fernandes. Auf. Ja. 102 natürlich. Und hier dann 50 Millionen wieder. Genau, jetzt zack, 50 Millionen stelle ich wieder ein. Und dann werden wir jetzt mal sehen, was rauskommt. Zack, 50 Millionen. Zack, zack. Ja, da gibt es nämlich nur 3. Da gibt es nämlich nur 3. Der billigste bei 47 Millionen. Und Leute, wenn euch das kein Beweis genug ist, dann weiß ich auch nicht. Aber natürlich ist es jedem selbst überlassen. Weil vielleicht wollt ihr ja Neymar spielen, ist ja ganz klar. Und ja, also ich von meiner Seite aus werde nur noch UEL öffnen. Weil die Spieler, ich glaube, allesamt sind viel billiger. Also sind bei UEL viel teurer als bei der Champions League. Und
Ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, bis zum Freitag, oder? Ja, bis zum Freitag, natürlich Sonntag, null. Bis zum Sonntag. Und ja, ihr könnt das natürlich euch mal hier so im Hinterkopf halten, was ihr denn als nächstes öffnen werdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.